Nächster Versuch mit Kasall. Geht jetzt hinein, es fehlt jetzt noch Juwel. Starter aus Beckingen von Uwe Schwinn mit Concerto Sant'Angelo. Juwel kommt. Bezieht den Startplatz. Alle Pferde in den Boxen. Für das zweite Rennen. Preis vom Sales and Racing Festival. Und jetzt ist der Start in der Gegenseite erfolgt. Und da hatte dieser Dressman einen Bilderbuchstart. Einen Traumstart übernimmt die Spitze. An der Innenseite ist Oriental Master auch gleich in guter Position. Außen zeigen sich die Witte Kindshofer beide, Elpro und Rosenpur, rücken hier nach. Dahinter macht sich bemerkbar Trooper, der an der Außenseite den Platz schnell verbessern kann. Bebeto aber noch knapp davor, dahinter dann Kasall zu sehen. Juwel aktuell am Schluss des Feldes. Dressman führt weiter, Dressman an der Spitze. Dressman vorne, Elpro in der zweiten Position. Der Innenseite Oriental Master mit Rosenpur auf dem vierten Platz. So geht's durch den Bogen. Fünfter ist dann innen Kasall, sechster Bebeto, siebter ist dann Trooper und am Schluss der achte und letzte ist Juwel. Die Pferde nähern sich allmählich dem Einlauf. Vorne ist Dressman innen, aber außen El Pro. Dressman mit El Pro. Die Pferde erreichen in Kürze die Zielgerade. Innen Dressman mit El Pro. Dahinter an der Innenseite Oriental Master stark dabei. An der Außenseite ist dann Rosenpur auszumachen. Ganz innen Kasall, dann außen Bebeto vor Trooper. Letztes Pferd ist Juwel. Vorne ist Dressman. Dressman ist vorne. El Pro greift jetzt an. Er dreht immer stärker. El Pro kommt heran. Dressman innen wird geschoben. El Pro kommt. Der wirkt noch stark. Rosenpur ist zur Stelle ebenfalls. Dahinter kommt dann Oriental Master. Dressman vorne. Aber El Pro, jetzt kommt Alexander Pietsch nochmal. Aber innen Dressman. Dressman zieht immer wieder an. El Pro ist dabei. An der Außenseite Rosenpur, die letzten Meter. Und Dressman zieht hier durch und wird nicht mehr verlieren. Dressman gewinnt die Röttgener Farben für Markus Klug. Dahinter dann Elpro und das dritte Geld an Oriental Master gegangen. An die 6 mit René Picholek. Dortmund, zweiter Einlauf, vorläufiger Richterspruchpreis vom Sales and Racing Festival. Sieger ist die 1, Dressman. Auf dem zweiten Platz die 4, El Pro. Auf Rang 3 die 6, Oriental Master. Vierter die 3, Kasall. Und fünftes Pferd die 7, Rosenpur. Vorläufig 1, 4, 6, 3 und 7. Einen Favoritensieg gibt es im zweiten Rennen. Die Röttgener Farben, trainiert von Markus Klug mit Michael Kadedou, holen sich hier den Erfolg. Und man wird darüber nachdenken, ob es im November nach München geht zum BBAG-Aktionsrennen oder man fährt nach Krefeld zum Herzog von Ratibor-Rennen. Das sind die beiden Möglichkeiten. Die beiden Nennungen sind abgegeben. Dressman der Sieger, die 1 also. Die Röttgener Farben im zweiten Rennen. Der Sieger ist vor den Tribünen.
Dressman, Mickey Kadedu aus dem Gestüt Röttgen. Er war der Favorit des Rennens. Die Formen waren ja auch gut genug. Mickey, und die Taktik vorne zu gehen, war, glaube ich, auch die richtige. Ja, man, gab es einen alten Spruch, der Führfett wird ja nicht behindert. Und dann wollten wir auch genauso entgegenkommen in das Rennen. Der hatte ja zwei starke Rennen hinter sich. Ich meine, der stand schon auch mit der Routine jetzt zum Zielpfosten. Da waren auch ein paar gute Gegner drin, wo ich ein bisschen Respekt hatte. Selbst von Alex so bis zum Übergang. Aber dann tat er sich leicht weg und hat Aufgabe super erfüllt. Die Kappe werden wir auch noch gerade aufsuchen.